I felt so related to you. I opened up and went all in. We spent day and night together. And now I met all your friends. Oh, I was so dumb. I told you all my secrets. Cause man, I thought you'd keep them safe. So tell me what the hell is wrong. You went behind my back and told everyone. To you, I'm just a girl in a big shirt. But only over my dead body will you see that I hurt. It might look like I'm crying, but it's just a little glitter in my eyes. No, you won't put me down. You don't have that power over me anymore. Cause from now on, I go for the fun. Walk with my head up in the sun. I'm doing some healing. Yeah, I'm finally breathing. Cause the power of loving myself is stronger than your hate. Your body, this is what my mama told me. So I made it my routine. I blow kisses to the mirror, then I feel a little better. Sometimes I believe to you I'm just a girl in a picture. Kommt bitte mit mir runter. Mann, das war richtig, richtig gut, oder? Unglaublich. Also, ich muss ja sagen, ich konnte schon ein bisschen mitsingen. Ich habe den Song ja einmal in der Probe gehört und der geht echt so ins Ohr. Echt cool. Bist du happy damit? Fühlst du dich wohl damit? Mega happy. Also, wie gesagt, hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich mit so einer wundervollen Frau auf der Bühne stehen darf, hätte ich nicht geglaubt. Und er ist ja, wie viel Katharina steckt in diesem Song, Sarah? Ihr habt den ja echt diese Woche geschrieben, ne? Ehrlich gesagt, ich habe den schon vor dem Halbfinale geschrieben mit meinem guten Freund Nico Rebscher, der auch heute hier ist. Und ich war einfach inspiriert. Ich habe Nico angerufen und habe gesagt, lass mal ins Studio gehen. Da ist so ein Mädel und ich möchte einfach schon mal einen Song schreiben. Ich weiß nicht, was mit der passiert. Momentan sieht es so aus, vielleicht muss sie auch gehen im Halbfinale. Aber ich habe einfach gerade so eine Idee. Und wenn nicht, haben wir halt diesen Song, dann singt sie den halt irgendwann anders, irgendwo anders. Also es war wirklich für sie auf ihren Live geschrieben.
ich habe mich mit Katharina unterhalten, sie hat mir ganz viel erzählt aus ihrem Leben und habe dann so ein bisschen das gemischt mit dem, wie ich sie wahrnehme. Es hätte auch Girl in a Pink Skirt heißen können, weil das so das erste Mal, der erste Eindruck war, den ich von ihr hatte aus den Auditions. Ich finde, sie singt es unglaublich toll. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, den Sieg, weil du jetzt einfach diese lange Reise gemacht hast. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist so, wir können jetzt hier heute vielleicht gewinnen, aber die Konkurrenz ist auch wahnsinnig stark. Aber für mich ganz persönlich habe ich sowieso schon gewonnen. Also wir haben eh schon gewonnen. Sehe ich genauso.